Hallo zusammen. Heute widmen wir uns der Partnersgruppe, ein Vermögensverwalter, welcher hauptsächlich in Privatmarktanlagen investiert. Ja, und bevor wir uns die Erfolgsrechnung betrachten, dann muss man eben wissen, dass sich die Umsätze in zwei Teile aufteilen. Hier zu sehen im Dunkelblau die Managementgebühren, welche relativ konstant ausfallen, und hier in Hellblau zu sehen die Performancegebühren, welche eben relativ schwankend sind. Ja, auffällig zu sehen, dass man hier bei der Performance ein außerordentliches Jahr hatte, im Jahr 2021, daher eine relativ hohe Messlatte für das Jahr 2022. Ja, daher ist auch der Umsatz etwas rückläufig, also man konnte hier bei den Performancegebühren nicht den Wert des Vorjahres erreichen und ist gesamthaft noch auf 1,8 Milliarden Franken Umsatz. Bei den Managementgebühren hatte man allerdings ein Wachstum auf 1,5 Milliarden Franken. Ja, als Gewinn konnte man noch 1 Milliarde Franken verbuchen, gegenüber von 1,4 Milliarden des Vorjahres. Und bei der Bilanz haben wir Cash-Positionen von 780 Millionen Franken, Gesamtumlaufvermögen von 2,8 Milliarden. Und das gegenüber von kurzfristigen Verbindlichkeiten von 886 Millionen. Ja, auch die Eigenkapitalbasis ist relativ solide. Hier sehen wir noch grafisch dargestellt das Gewinnwachstum. Also auf einem langfristigen Trend ist man hier immer noch im Wachstum. Ja, und hier auch zu sehen, dass man eben bei den verwalteten Vermögen immer noch einen Zuwachs hat, an einen konstanten Wachstumspfad verfolgt, auf derzeit 135 Milliarden US-Dollar. Hier sehen wir den Aktienchart auf eine Gesamtbewertung von knapp 22 Milliarden Franken. Also mit dem derzeitigen Gewinn von etwa 1 Milliarde kommt man auch auf das KGV von etwa 22. Ja, die Gruppe hatte ein starkes Wachstum, also bei den außerordentlichen Erträgen des Jahres 2021 hat auch die Aktie stark zugelegt und nun etwas eine rückläufige Performance. Ja, hier sehen wir das Portfolio von der Partnersgruppe. Also wie bereits gesagt, sind sie in den Privatmärkten tätig, unter anderem im Immobiliensektor, aber eben auch verschiedenste Geschäfte wie zum Beispiel im Gesundheitswesen, in der Infrastruktur oder bei den Energieunternehmen. Also man hat hier ein sehr diversifiziertes Portfolio, das sie betreuen und das eben auch immer wieder Zugänge und Abgänge hat. Und die letzten Zugänge waren beispielsweise die Beteiligung an dem Schweizer Uhrenhersteller Breitling, sowie auch an einem Unternehmen, welches persönliche Schutzausrüstung herstellt. Also man ist hier relativ diversifiziert unterwegs und betrachtet eben die einzelnen Märkte und vermutlich auch die Marge des Unternehmens, welches hier relativ interessant sein kann. Ja, diese Unternehmen werden nach einer Zeit wieder veräußert, sei es ein Verkauf an ein anderes Unternehmen oder durch einen Börsengang, wie es beispielsweise übrigens auch bei der VAT gemacht wurde. Ja, ein interessantes Unternehmen, welches immer wieder neue Kundengelder bekommt, also auch für dieses Jahr haben sie einen Zuwachs von ca. 20 Milliarden US-Dollar gemeldet oder prognostiziert. Also hier auch ein relativ planbares Geschäftsmodell, wenn man eben so schon im Voraus solche Zuwächse verbuchen kann, kann man sich auch auf solche Investitionen dann fixieren und eben diese dann tätigen, sobald dieses Geld angekommen ist. Ja, man arbeitet auch viel mit Fremdkapital und es wird sich zeigen, ob man hier ebenfalls in solche Engpässe kommen wird, wie beispielsweise Banken. Allerdings ist das schon ein relativ anderes Geschäftsmodell, also man hat hier nicht so langfristige Verbindlichkeiten, wie es die Banken eingegangen sind, mit beispielsweise Hypotheken.
Also man ist hier relativ frei, eben solche Beteiligungen wieder zu veräußern, insofern man einen Käufer gefunden hat. Ja, was haltet ihr davon? Lasst es mich wissen und bis bald.